noch ein bisschen schwierig hier beim Hochrupfer. Aber das muss man ja nicht hier alles aufgerupft lassen. Ich hoffe, ich lieber da ein bisschen zu, dann spawnt auch da nichts und gut ist. So, ja, so ist gut. So, was haben wir da? Was ist das denn? Diamante? Diamanten? Diamanten! Ich habe auch noch eine Eisenspitzhacke. Stein, Stein. Oh, da haben wir auch gerade Glück. Können wir uns eine Diamantenspitzhacke machen? Hey, das ist ja supi. Das ist doch schon mal gut hier. Ha! Glück habt ihr! Glück habt! Man muss Glück haben auch mal. So, die behebe ich mir jetzt mal auf. Machen mit Stein weiter. Die Hauptarbeit. Weil es gibt ja manche Ressourcen, die kann ich nur mit der Steinspitzhacke da abfarmen. Was ist das denn hier? Was ist das? Lapis Lazuli ist das. Ah. Da finden wir aber jetzt was. Meine Herren. Was könnte man doch hier eigentlich auch ausbauen? Als quasi ausgehende, was weiß ich, Tiefenbahnhof oder irgend so etwas. Mal gucken, ob wir dann eine Höhle oder was finden. Da könnten wir doch mal irgendwie sowas, könnten wir doch mal zusammenbasteln. So eine Art Stützpunkt, wo dann auch was liegt. Von mir aus auch noch mal Kisten hinstellen. Aber da, wo man mal ein bisschen mehr Platz hat. Weil da gibt mir ja auch Angstzustände hier. Da müssen wir das mal schön ausleuchten jetzt gleich. Ich habe jetzt hier wieder keinen Bock, dass hier mir wieder so hin zum Kunst um die Ecke kommt und mir dann so, ich bin ein Vampir und so. Ne, das muss nicht sein. Brauchen wir nicht so wirklich. Vielleicht mache ich sogar noch eins höher. Hm? Weiß ich nicht genau. Müssen wir da mal gucken. Müssen wir mal gucken. So. Da ist aber dieses Lapis Lazuli. Hm. Ich hätte ruhig noch ein paar Diamanten finden können, hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt. So, das ist 2, das wird 3 tief, dann machen wir das auch. 4 oder so, ich könnte auch, das könnte auch. Ja. Das ist mein Keller, ne, mein Keller. Also mein Vorratskeller, den mache ich dann noch etwas höher, dann mache ich oben dann noch ein Dings hin. So ein Vorratskeller, wo die ganzen Kisten stehen. Hier lege ich dann oben an und zwar ja, relativ knapp unterhalb von der eigentlichen Wohnfläche. Das ist ganz wichtig, um den ganzen Krempel dann mal zu sammeln, weil es sammelt sich da in der Zeit schon einiges an. Und es ist wichtig und da werden wir dann probieren dann dieses Lagersystem zu installieren. Das funktioniert. So, hier in der Mitte noch eine rein. So. Haben wir hier noch eine? Komm. Bevor wir so geizig sind, ne? Ja. Wenn wir das noch auskleiden mit dem anderen. Also werden wir mal anfangen hier. Wollen wir da mal weiterlatschen, mal gucken. Ach, gleich Eisen gefunden. Wie unangenehm oder angenehm. Kann ich das abbauen? Mit der, ja, wohl, das ist gut. Also Eisen ganz wichtig. Wir uns den ganzen Eisenkram machen können und auch mal eine Rüstung anlegen. Das wäre auch ganz schön, so nach und nach mal eine Rüstung zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich habe nur noch 8 Fackeln, das ist dann natürlich ganz, ganz wenig. Das ist natürlich beschissen wenig. Ich könnte mal eine Höhle finden, das wäre schön. So eine. Oh, unten die erste schon kaputt. Ja, dann werden wir hier unten auch ein Crafting Table hinstellen, glaube ich. Weil das hält ja nichts aus hier. Ganze Zeug, würde ich sagen. Ist ja so gut wie gar nichts, ne? So, bauen wir das wieder zu. Damit wir da nicht auf dumme Ideen kommen und dass nichts anderes, der auf dumme Ideen kommt, hier eventuell spawnen zu wollen. Das muss ja nicht sein, ne? So, weiter geht's. Aber ich würde gern endlich mal eine Höhle finden. Verdammt nochmal, was habe ich denn da gefunden? Was ist das denn? Ob das Gold ist. Gold kann ich nicht abbauen mit der. Gold kann ich nur. Oh, ich glaube, das ist Gold. Bin mir mal nicht sicher. Ich baue das mal mit der Eisen ab und gucken, was das ist. Was ist das? Gold. Gold.
ich hab Gold gefunden, ich bin reich. Jawohl, juhu. Gold brauchen wir auch, um gewisse Transportrohre dann zu produzieren. Ja, 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 ja. Und die Eisenspitzhacke ist bald kaputt. Muss ich dann hoch. Beziehungsweise ich könnte auch hier unten Crafting Table und Ofen hinstellen. Weil so viel Stein, wie ich hier habe, das mache ich jetzt auch mal schnell. Der kann in der Zeit, wo ich da am Rumbasteln bin, kann ja hier schon der ganze Schmuh vor sich hin dampfen. Stellen wir den denn hin? Ich mach da an die Wand. Ja, Crafting Table dahin. Und das mache ich ein Öfchen. Kann gleich zwei Ofen machen. Dann stellen wir zwei Öfen hin. Und dann hauen wir hier Kohle rein. Und dann hauen wir hier Eisenerz rein. So. Dann hauen wir hier auch mal Kohle rein und hier haben wir Gold rein. Und dann kann das nämlich schon, während ich hier noch am Rumbasteln bin, kann das schon mal schön vor sich hin brutzeln. Das mal noch zumachen. So. Ja. Hier geht's weiter. Weiter geht's. Redstone. Redstone geht nur mit Eisen. Auch wichtig, Redstone. Brauchen wir auch immer. Für gewisse Funktionen brauchen wir Redstone, die wir aber dann zusammen noch rausfinden werden, was dann was wie wo wer was macht. Brauche ich Eisen, Redstone. Wir bauen jetzt alles ab, bis er kaputt geht. Und kaputt ist er. Scheiße. Ja, toll. Juppi! Aber die sehen wir ja dann noch. Können wir das mal auffüllen und machen mit der normalen weiter. Gucken, was da noch kommt, wenn da noch was kommt. Und es ist sehr wichtig, Redstone, um ein bisschen manche Funktionen und wenn man Eisenbahn zum Beispiel baut, also eine Transportbahn, braucht man das, um die Schienen, diese Aktivierungsschienen zu aktivieren, diese Beschleunigungsschienen zu aktivieren, so rum. Aktivierungsschienen aktivieren, was ist das für Rückwärtsdeutsch? So, aber wir haben schon wieder 8 Eisen, da können wir uns doch gleich die nächste Eisenfackel zusammen basteln. Eisenfackel sage ich schon, der Eisenspitz. Hacke. Eisenspitzhacke. So. Aber machen wir auch gleich nochmal ein paar Steinspitzhacken. Weil die kann ich ja so zum Basteln nehmen und die anderen für die guten Arbeiten, sage ich mal. Ich könnte mir natürlich auch schon eine Diamantenspitzhacke machen, aber das, nee, das mache ich nicht. Was ich aber machen werde, eine kleine Kiste. Da können wir nämlich den ganzen Schmuck schon mal reinschmeißen, weil wenn falls ich sterben sollte, was wir ja nicht hoffen wollen, dann habe ich den Krempel wenigstens nicht dabei. Und ja, die Stufen lassen wir da drin. So, auch die Steine schon reinwerfen. So brauchen wir ja nicht dabei. Und dann kann es weitergehen. Ja, also das ganz Wichtige ist, bauen wir das mal hier ab noch, damit das auch weg ist. Dann kann man nämlich wieder auffüllen. Das hier haben wir dann relativ schnell dann abgebaut. Dann gehst du hoch. Gehst du hoch. So, okay. Und ja, also ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr besser findet. Findet ihr besser, wenn man eine Höhle durchforstet? Oder dass man so eine Mine baut und dann so, wie ich jetzt im Moment, diesen Schacht bauen, weil ich noch keine Höhle gefunden habe. Aber sobald ich eine Höhle finde, werden wir auch die erkunden. Da ist schon wieder Diamanten. Diamanten, ja gut. Ich liebe Diamanten. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, kündigt dieses Ton doch eine Höhle an, oder? In der Nähe, oder? Ist das so? Könnt ihr mir auch mal reinschreiben. Heißt das, dass da eine Dings in der Nähe ist? Eine Höhle? Ich weiß es nicht genau. Guck mal. Aber ich sehe nichts. Gravel. Oder Grebel. Das scheint nichts zu sein, oder?
sieht nicht so aus. Ne, da ist nichts. Das sieht nicht so aus, als ob da eine Höhle wäre. Nö. Aber? Ich habe gerade einen Zombie gehört, aber doch nicht, ja? Da machen wir hier mal eine Fackel hin, dann machen wir die Scheiße wieder zu. Kleidung aus, weil ich möchte ja nicht, dass da mir irgendwas entgegenkommt und sagt, ja, hallo mein Freund, ich bin's nur. Das nette Vampir oder das nette Zombie von der Nachbarecke oder so, da habe ich jetzt keine Lust zu. Aber ja, müssen wir dann mal hier versorgen, das dann wieder zu. Dann weiß ich auch, hier war ich auch schon. Auch wichtig. So, ja, müssen wir hier weitermachen, ne? Keine Höhle. Ist ja alles Käse. Aber eine Höhle wäre natürlich mal gut, dass wir mal ein bisschen Erfahrung sammeln und ein bisschen was anderes noch finden. Aber ich finde hier nichts, das ist doch scheiße. Das ist das einzige Blöde. Wenn du keine Höhle hast, hast du echt verkackt. Dann kannst du nämlich hier stundenlang rumbuddeln wie so ein Weltmeister und findest nichts. Kann dann noch ein bisschen länger dauern, aber das ist ja nicht so schön da so. Dann in der Zwischenzeit, das könnte ich denn da mal erzählen, dann könnte ich zum Beispiel erzählen. Ich habe diese Woche oder die letzten Tage einen YouTuber kennengelernt. Was heißt ein YouTuber? Den kannte ich schon länger, den habe ich schon länger abonniert. Ich höre Lava, genau. Lava. Und dann ist da bestimmt auch eine Höhle irgendwo in der Nähe, wenn da Lava ist. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja schon toll, dass ich hier Lava höre. Kann man da Steine hinsetzen? Nee, doch kann man. Gut. Komm ich da dran? Dann könnte man nämlich mal rausgehen und gucken, was da abgeht. Hallo? Eine Höhle hier irgendwo? Hallo? Gucken wir mal weiter. Ansonsten mache ich dann, baue ich mich etwas höher. Mache an der Lava rum vorbei dann. Das mache ich glaube ich auch. Das sieht mir nicht so aus, ob da irgendwas wäre, was mich interessieren könnte. Gut, also machen wir das zu. Und bauen wir uns etwas hoch. Nee. Da. Und da und so. Und dann bauen wir uns hier hoch und dann machen wir da oben weiter. Alter, hier. Eins höher noch und dann machen wir da weiter und fertig ist. Da haben wir es. Oh, guten Tag. Weißt du, ruckzuck hast du so eine Scheiße auf dem Hirn liegen und dann bist du död. Dann hat es sich zerrissen. So, also, wo war ich stehen geblieben? Ja, da habe ich einen YouTuber kennengelernt, beziehungsweise, wie gesagt, ich kannte den schon länger. Ich habe ihn schon länger abonniert. Aber jetzt erst mit ihm Kontakt aufgenommen, durch Zufall eigentlich, weil ich habe seine Let's Plays, seinen Minecraft-Let's Play habe ich angefangen zu gucken. Und er hat eine sehr angenehme Stimmung, da freue ich mich schon drauf. Wir werden eventuell mal was zusammen machen und da habe ich echt voll Bock drauf. Wo bin ich denn? Welche Höhe bin ich denn? Mit 14, da können wir ja bleiben. Mal gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen. Ohne, dass ich mir da wieder die Füße versenge. Ach, und schon wieder eine Hacke kaputt. Und wir haben nichts gefunden hier. Das ist doch unheimlich scheiße. Ja, und da freue ich mich schon ganz, ganz tierisch drauf. Wird dann die Tage mal mit ihm sprechen, so über TS oder Skype, wie man das so macht. Und das ist auch ein Vorteil. Also wenn ihr mal anfangen wollt, YouTube zu machen, rate ich euch, ich habe halt keine Fackel mehr, scheiße. Sprecht ruhig andere YouTuber an, verabredet euch mit denen, macht was mit denen zusammen. Wenn man sich sympathisch ist, macht man öfters was zusammen oder mehrere Projekte und es macht einfach Spaß. Jetzt habe ich auch, wenn es euch interessiert, ein kleines Gewinnspiel mit meinem Netzwerk zusammen machen wir, mit ein paar YouTubern, die aus dem Netzwerk sind, haben wir uns zusammengeschlossen und machen eine Vorstellung von unseren Videos, die wir 2014 gut finden, die dann rauskommen neu. Das könnt ihr auch auf meinem Kanal mal gucken, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, lasst es einfach bleiben.
Müsst ja nicht sein, nee, es ist ja keine Pflicht, sowas zu tun. So, mir kommen hier überhaupt in keine Höhle. Jetzt haben wir hier, gibt's keine Höhlen mehr hier, oder was? Alter, das ist doch, ich mach mal hier in die Richtung jetzt, das ist doch scheiße. Ich würde gerne mal eine Höhle finden, eine Höhle wäre cool. Ich finde hier nur Geröll und Stein. Und sonst nix. Das ist schlecht. Oder Krawel. Das kann man brauchen.